Willkommen zu einem neuen Video von uns. Also heute macht mal meine Freundin Ella mit. Genau, sie zeigt gerade Daumen nach oben. Ja, genau. Und wir machen jetzt ein Pferdefußball. Wir machen heute ein Pferdefußball-Video. Und jetzt geht's los und wir wünschen euch viel Spaß damit. Let's go! Herzlich willkommen zu diesem Osterpferdefußball. Es ist etwas sehr Besonderes. Ja, und für die Sieger gibt es natürlich wieder Medaillen und alles. Aber das gibt es erst am Ende. Ja, jetzt stellen wir euch erstmal die Leute mit, die mitmachen. Einmal Team Lindenhof. Einmal Team Horst. Wir halten jetzt alle ein und dann sagen wir nochmal die Namen und das Team. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Fußball. Naja, es ist eine andere Art von Fußball. Genau. Wir fangen an mit Team Horse. Die beiden Torwärter in diesem Team sind Amy und Missy. Ella und Stella. Jetzt kommen Lisa und Rudi. Ein Applaus für Team Horse! Und jetzt stelle ich einmal Team Lindenhof vor. Wir fangen an mit dem Torwart vom Team Lindenhof. Die Torwärte vom Team Lindenhof sind Lola und Hannibal. Jetzt kommen die Spieler von Team Lindenhof. Einmal Charlotte auf Firedance und Lina auf Cleopatra. Alle sind gespannt, wie es anfängt. Jetzt im Galopp. Jetzt kommen Rudi und Lisa ins Spiel. Los, Rudi, wir schaffen es! Hannibal, das lassen wir uns nicht gefallen. Lina, pass zu mir!
Auswechselspieler. Kannst du nur vom Platz gehen? Nein, musst du nicht. Nur ein anderes Pferd kommt. Okay, ich hole das andere Pferd jetzt. Komm, Stella. Du armes Pferd. Okay, Fehler, gib alles. Wird das mit dem neuen Pferd klappen? Wir sind alle gespannt. Und jetzt kicken! Halten wir Fire Dance! Komm! Komm, Cleopatra, wir halten den Ball auf! Rudi! Halten wir Hannibal! Und das war ein Tor für Team Horse! Und jetzt, liebe Zuschauer, müssen wir euch leider mitteilen, das Spiel ist vorbei! Jetzt ist die Siegerehrung! Liebe Teilnehmer, stellt euch bitte alle in einer Reihe auf. Jetzt kommt die Siegerehrung! Für unsere wundervolle Moderatorin gibt es natürlich auch eine Medaille. Oh, danke! Bitteschön, und jetzt einen wundervollen Applaus für unsere Moderatorin! Eine Sache noch: Jeweils die Beste aus einem Team kriegt noch eine Siegerschleife. Oh, wie cool! Interessant! Wir fangen an mit dem Team Horse. Ein Applaus bitte. Beste in dem Team Horse war Ella. Doch leider hat sich ihr Pferd Stella verletzt. Doch mal ein Applaus für sie. Reite bitte durch den Siegervorhang. Okay, los, Fehler. Ein Applaus bitte. Jetzt kommen wir zum Team Lindenhof. Die Beste aus dem Team Lindenhof war Charlotte. Wie cool. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Reite auch bitte du durch den Siegervorhang. Ein Applaus bitte. Für Team Lindenhof. Vielleicht wundert ihr euch, dass es zwei Pokale gibt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ja, aber in diesem Spiel gab es ein 1:1 und deswegen kriegt jedes Team einen Pokal. Applaus für Team Lindenhof. Euch hat das Video gefallen? Genau. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auch sehr über ein kostenloses Abo von euch freuen. Und ja, tschüss! Tschüss!